Justus hatte einen Unfall und wurde stationär auf der Pädiatrie der Asklepios Klinik Pasewalk aufgenommen. Im Behandlungszimmer erfolgen kurz vor der Entlassung nach Hause noch abschließende Untersuchungen durch Chefärztin Dr. Antje Fugler. Die erfahrene Kinderärztin kümmert sich hier um Patienten zwischen 33 Wochen und 18 Jahren. Behandelt werden alle Kinderkrankheiten und Verletzungen. Wir betreuen Frühgeborene ab der 33. Schwangerschaftswoche. Wir betreuen kranke Neugeborene mit Infektionen sind es in der Regel. Und auch nachher im Säuglingsalter und im Kindesalter sind es meistens die Infektionskrankheiten, die uns beschäftigen. Wir sind ein Haus, das auch eine Orthopädie, Unfallchirurgie und eine chirurgische Abteilung hat. Deshalb können bei uns auch die Kinder, die jetzt primär nicht vom Kinderarzt betreut werden, sondern verunfallt sind oder eine Blinddarmentzündung haben, in unserem Hause auch betreut werden und werden dann durch die entsprechenden Fachkollegen mit zur Visite angeschaut bzw. die Operationen werden durchgeführt. Für die jüngsten Patienten, die das Licht der Welt zu früh erblickt haben, gibt es auf der Entbindungsstation einen eigenen Bereich, die Neonatologie, die auf die Behandlung Frühgeborener ab der 32. Schwangerschaftswoche oder einem Geburtsgewicht von 1700 Gramm spezialisiert ist. Ab der 33. Schwangerschaftswoche werden bei uns die Frühgeborenen aufgezogen. Wir haben eine sehr gute technische Ausstattung mit Inkubatoren, mit der Möglichkeit, eine Atemhilfe durchzuführen und auch entsprechende Infusionstechnik ist vorhanden, sodass wir bei diesen Frühgeborenen die fehlende Tragzeit, die das Kind ja hat, sehr gut ausgleichen können. Die Durchführung aller Vorsorgeuntersuchungen beim Neugeborenen, einschließlich eines erweiterten Screening auf Stoffwechselerkrankungen, sowie die Tandem-Massenspektrometrie, Harntrakt- und Schädelsonographie und das sonografische Hüftscreening können Eltern hier in Anspruch nehmen. Und auch im fortgeschrittenen Säuglingsalter bleibt die Pasewalker Ambulanz und Pädiatrie erster Anlaufpunkt bei allen Notfällen. Für eine stundenweise Überwachung der kindlichen Vitalfunktionen zum Beispiel gibt es das Schlaflabor. Das betrifft vor allem Früh- und Neugeborene, die Atemstörungen haben. Im späteren Kindesalter wird die Untersuchung im Schlaflabor häufig durchgeführt, wenn es darum geht zu entscheiden, ob zum Beispiel die Mandeln bei einem Kind entfernt werden müssen, wenn sie eine so extreme Größe angenommen haben, dass sie zu einem Atemhindernis werden. Auch das ist möglich. Dann kann mithilfe der Schlaflaboruntersuchung auch entschieden werden, ob man die Mandeln entfernen sollte, müsste, damit das Kind wieder einen erholsamen Schlaf haben kann. Beim EEG werden Hirnströme abgeleitet. Dies ist erforderlich nach Krampfanfällen oder Schädelhirntraumata, zum Beispiel nach einem Sturz. Die durchschnittliche Verweildauer der kleinen Patienten beträgt 3 Tage. Bei schweren Erkrankungen wird sie entsprechend verlängert. Wir können hier die notfallmäßige Versorgung erstmal durchführen und wenn dann im Weiteren sich zeigt, dass eine Behandlung in unserem Haus nicht möglich ist, dass es einer universitären Behandlung bedarf, dann wird das Kind verlegt. Wir arbeiten dazu mit der Universitätskinderklinik in Greifswald zusammen. Dort ist auch ein Abholtransport eingerichtet, sodass diese Kinder dann in Greifswald weiter betreut werden können. Die 3-jährige Alissa darf nach der Behandlung ihrer Lungenentzündung an diesem Tag die Pasewalker Kinderstation verlassen. Den kleinen Wischmopp muss sie dafür allerdings im krankenhauseigenen Spielzimmer zurücklassen. Nicht das Einzige, was sie an der Pädiatrie vermissen wird.